78/79 war es das damalige BGB-Ortskartell Mehrfelden-Waldorf, was die erste Begehung der damaligen geplanten Startbahn West gemacht hat. Die Gewerkschaften waren also von Anfang an, zumindest in dieser Zeit, auch mit im Spiel. Wir haben damals auch einen großen Kongress gemacht, Gewerkschaften gegen die Startbahn West. Und ich fühle mich also bei diesem Thema hier sehr wohl und zu Hause. Ja, Gesprächsthemen für Gewerkschafter gibt es in diesem Jahr viele. Es gibt neue Koalitionen in Berlin und Wiesbaden mit zum Teil saftigen Auswirkungen für die abhängig Beschäftigten. Heute soll es aber hauptsächlich um den Flughafenausbau gehen. Und ich möchte die beiden zunächst mal bitten, dass sie sich vielleicht kurz vorstellen. Persönlich betroffen vom Flughafenausbau bin ich schon von Anfang an, sage ich mal so salopp, als die ersten Demonstrationen gegen die Startbahn West losgingen. Bei mir im Kollegenkreis einiges an Aktivitäten im Wald zu verzeichnen. Eine Kollegin wurde dann auch ziemlich schwer verletzt, als die Übergriffe der Polizei mit den Schlagstücken losgingen, hat sie einen übers Gesicht gepresst bekommen. Das sieht man leider heute noch. Das ist also meine Story, leider sehr traurig. Insgesamt betrifft mich der Flughafenausbau selbst, weil ich in Nauheim wohne. Und da den Fluglärm 1:1 auch im Sommer oder rund um die Uhr mehr oder weniger auch live mitkriege, speziell auch abends, was riesen Spaß macht. Persönlich betroffen bin ich nicht weg, erstmal dadurch, dass ich in Groß-Gerau Saat wohne. Da hat man schon früher die Auswirkungen der Startbahn 18 genossen und heute können wir noch viel mehr genießen, also alles, was darum herum feucht und fleucht. Kommt inzwischen bei uns auch in Groß-Gerau Nord in zunehmendem Maße an. Bei einem Landesdelegiertenkongress in Verdi, Hessen, wurde mehrheitlich, war sehr umkämpft, umstritten, aber letztendlich demokratisch die Mehrheit hat besiegt, einen Beschluss gefasst, dass mit dem Überschrift Teil weiterer Ausbau des Frankfurter Flughafens. Er sagt sinngemäß, dass der Verdi-Landesbezirk Hessen jeden weiteren Ausbau des Flughafens ablehnt und ein sofortiges und generelles Nachtflugverbot fordert und dann auch die Alternativkonzepte, wie verschiedene Verkehrsträger, Verkehrswege integriert werden kann in ein übergreifendes Konzept. Ja, letztendlich dann noch die Selbstverpflichtung aller Verdi-Kolleginnen und Kollegen, Funktionäre, sich eben auch in den zuständigen DWG-Gremien und BIs vor Ort für diesen Beschluss einzusetzen, den auch umzusetzen. Diese Beschlusslage gibt es jetzt, wie gesagt, schon seit mehr als 10 Jahren. Die ist auch nie anders entschieden worden. Der Kollege Gerold Schau, das ist Sprecher von Verdi Hessen für die Fachgruppe Verkehr, wurde mit einer Meldung in der FAZ zitiert und da stand drin: Verdi. Nicht der Kollege Schaub, sondern Verdi setzt sich ein für den Ausbau, den weiteren Ausbau des Flughafens, bekämpft also, dass die Randstunden des Flughafens jetzt auch noch lärmbeholt werden sollen, die Randstunden der Nacht noch lärmbeholt werden sollen und dass unbedingt das Terminal 3 gebraucht würde. Im Dezember noch gab es wegen diesem Zeitungsartikel und wegen des Vorgehens von unserem Kollegen Schaub massiv Ärger, auch nicht nur von den südhessischen Kollegen, die da in dem Landesbezirksvorstand vertreten sind, sondern auch von anderen Kolleginnen und Kollegen aus anderen Bezirken. Das ist kein südhessisches oder Frankfurter Problem an sich, sondern alle Kolleginnen und Kollegen, die sich damit beschäftigen, die davon betroffen sind, die sich da solidarisieren, die sich auch alles im Schluss halten, haben sich da entsprechend auch gegen der Landesleitung positioniert. Man muss natürlich ehrlicherweise sagen, dass wir auch, ich hatte es erwähnt, im Flughafen im Verdi-Büro haben. Wir engagieren uns auch für die Kolleginnen und Kollegen, die hier am Flughafen beschäftigt sind, zu Recht auch, weil das sind auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit den ganz normalen Problemen, wie andere, die am Flughafen nicht beschäftigt sind, auch. Also die können wir nicht damit stigmatisieren, weil die vielleicht am falschen Arbeitsplatz arbeiten. Das ist überhaupt nicht das Ding, um das es geht. Und das ist aber auf der anderen Seite vielleicht auch genau das Problem, was wir innerhalb von Verdi haben, dass wir uns auf der einen Seite sehr stark positionieren und auf der anderen Seite dann auch eine, in dem Fall war es eine Minderheitsmeinung, auch irgendwo ein Stück weit ausgrenzen, die aber auch ihre Berechtigung hat. Mit der müssen wir in Verdi umgehen, mit der müssen wir diskutieren und wir müssen unseren Weg da in den Zusammenhang finden. Mir ist noch eins wichtig, nämlich hier unsere Haltung
Ich bin ja in der Doppelfunktion da, mit unserem meine ich jetzt das Bündnis der Bürgerinitiativen gegen den Flughafenausbau. Unsere Haltung ist ja nicht grundsätzlich gegen den Flughafen gerichtet. Seit 1979, als wir die Bürgerinitiative damals gegen die Stadt Bonn-West gegründet haben, wiederholen wir eigentlich gebetsmühlenartig, dass wir keine BI gegen den Flughafen sind. Der Flughafen ist für uns ein wichtiger Service in unserer kleinen Metropole Frankfurt, aber auch nicht mehr. Hier muss nicht die ganze Welt mitten in einem zentralen Frischluft- und Naherholungsgebiet umsteigen. Die Frage ist, inwieweit man das den Kolleginnen und Kollegen auch am Flughafen vermitteln kann. Siehst du da eine Chance? Ja, das ist das, was wir auch von vornherein im Verdi immer sagen. Wir sind gegen den Ausbau des Frankfurter Flughafens, wir sind nämlich gegen den Flughafen selbst. Das ist also auch eine ganz entscheidende Geschichte. Genau das ist die Beschlusslage. Genau das ist auch der Grund, warum wir auch solidarisch mit unseren Kolleginnen und Kollegen am Frankfurter Flughafen sind, wenn die in Arbeitskämpfen stecken. Wie das Bodenpersonal, die Vorfeldarbeiterinnen und Arbeiter, die im letzten Jahr hier auch massiv in Bedrängnis gekommen sind. Mit denen sind wir solidarisch, denen schließen wir auch Solidaritätskundgebungen ab. Besuchen wir gegenseitig, also wir lassen uns dann auch nicht auseinander dividieren wegen diesem Ausbauthema. Vielleicht noch eine letzte Frage, also das wollte ich auch ansprechen, jetzt mit den Auseinandersetzungen um die Bodenservicedienste, wo ja einiges an Problemen zu erwarten ist für die Beschäftigten. Ich möchte es ganz klar sagen, dass ich mich da voll mit deren Forderungen solidarisiere auf Sicherung ihres Lohns und der entsprechenden Arbeitsqualität. Wir haben uns da auch schon mehrmals drüber unterhalten, auch im BWI hier. Nur wir können eine Argumentation nicht vertreten, dass dann gesagt wird, unbedingt für die Sicherung der Arbeitsplätze müssen jetzt die Leute in der Nachbarschaft des Flughafens eben erst um 11 Uhr einschlafen können und müssen um 5 Uhr aufwachen. Das ist halt der Punkt, ist die Spannung, wo wir ins Gespräch kommen müssen miteinander. Vielleicht eine letzte Frage noch. Wie können wir in dieser Form jetzt die Beschäftigten hier unterstützen, ohne miteinander zu schlagen, uns in die Haare zu kriegen? Das wäre mir sehr wichtig. Wir haben ein hohes Interesse, in Anführungszeichen gescheite Arbeitsplätze zu sichern, also keine prekären Beschäftigungen zu schaffen, indem Arbeitgeber freie Hand bekommen und durch Behauptungen, dass irgendein Terminal mehr Arbeitsplätze bringt, als zuvor da waren, die Politiker einfangen können und täuschen können. Dagegen setzen wir uns schon zu wehren. Wenn wir Kolleginnen und Kollegen haben, die in Arbeitsverhältnissen beschäftigt sind, die ein menschenwürdiges Leben, ein Einkommen ohne staatliche Transferleistung nicht ermöglichen, dann setzen wir uns für die Qualifizierung dieser Arbeitsplätze hin zu lebenswerten Arbeiten, auskömmlichen Lohn und Arbeitsverhältnissen ein. Selbstverständlich auch für die Kolleginnen und Kollegen hier am Flughafen. Was hat die DEW und was haben Lehrer mit dem Flughafen zu tun? Die DEW hat schon damals bei der Startbahn 18 gegen die Startbahn 18 gekämpft, hat schon damals klare Beschlüsse dagegen gehabt und hat die nach wie vor. Ich meine, es stellt sich doch so dar, dass unsere Kolleginnen und Kollegen tagtäglich, wenn sie hier in dieser Region arbeiten, arbeiten sie mit den jungen Menschen. Und an den jungen Menschen nehmen sie die Belästigung der Region wahr. Also wer als Pädagoge oder Pädagogin mit den Kindern arbeitet, kriegt mit, worunter die Kinder leiden, worunter diese Region leidet. Er kriegt mit, dass sie Schlafstörungen haben, dass sie andere Störungen haben, dass sie eben zum Beispiel in den Kitas gar nicht mehr so locker rausgeschickt werden können, sondern dass man sie in den Kitas halten muss, dass in den Schulen, egal wie oft, funktionieren ja dann auch nicht die Klimaanlagen, die Fenster zugehalten werden müssen, weil ansonsten kein Unterricht möglich ist. So. Wer also mit diesen Menschen arbeitet, wer es mitkriegt, und hoffentlich sind Pädagoginnen und Pädagogen so sensibel, und glücklicherweise kann ich zumindest feststellen, die bei weitem große Mehrheit bei uns ist es so, dass sie merken, ja, dagegen muss man etwas tun. Da müssen wir auch als Gewerkschaft, sind wir auch verantwortlich für die Lebenssituation der Menschen, mit denen wir in unserem Beruf zu tun haben. So leitet sich das aus meiner Sicht ab, dass wir als EW hier schon immer eine klare Beschlusslage haben.
Und ich will schon auch einen kleinen Fortschritt. Manchmal freut man sich ja über die kleinen Dinge, die man erreichen kann. Und schon dazu sagen werden, bei der Stadtbahn 18 West, die DB jetzt nicht behindern konnte, dass der DGB offiziell sich für die Stadtbahn 18 West ausgesprochen hat. Ist es uns dieses Mal zumindest gelungen, dass es keinen Beschluss pro Flughafen gab. Man muss schon sagen, es gab auch keinen Beschluss kontra Ausbau. Aber das war in der Entwicklung für uns zumindest ein Fortschritt. Also zumindest gab es, würde ich jetzt mal sagen, eine Bewusstseinserweiterung, auch im DGB insgesamt, eine Erweiterung dahingehend, dass kümmerliche und kurzartige Arbeitsplatzelemente nicht alles sein können, wenn man Interessen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern vertritt. Jawohl, vielen Dank, Jochen. Das tut gut. Das zu hören, nicht gut tut, dass Stefan Karzell nach der Frankfurter Rundschau von heute gesagt hat, er sieht den schwarz-grünen Flughafen-Kompromiss kritisch. So sei die versprochene 7-Stunden-Lärmpause für die Südbahn morgens nicht umzusetzen. Und er führt da die großen Interkontinentalmaschinen an. Naja, das heißt, der Kampf geht auch innerhalb des DGB weiter. Es gibt keinen DGB-Beschluss, der den Ausbau des Flughafens befürwortet. Und in dem drin steht, der DGB soll sich dafür einsetzen. Immerhin, also ich bin, man ist ja immer in dieser Relation froh. Alles wissen wir über diese Diskussionen, dass es nicht um Arbeitsplatzverlagerungen ging und dass im Grunde das, was ja vorhin hier auch angesprochen wurde, nämlich dass es gleichzeitig um die Qualifizierung von Arbeitsplätzen gerade hier geht. Gerade hier, die jungen Menschen, die hier sind, haben meist befristete Arbeitsverträge, Dumpinglöhne und sonst was. Ja? Und das wird, und da wird aber gleichzeitig, das muss man auch immer wieder sehen, eine Erpressungssituation aufgebaut nach dem Motto, wir könnten euch ja mehr geben, wenn wir nur ausbauen könnten, ungebrochen. Das ist ja die Stimmungmache, die gemacht wird. Und dagegen müssen wir uns eben gemeinsam wehren. Ja, Arbeitsplätze immer wieder eines der Haupterpressungsargumente, aber natürlich auch ein wichtiges Argument für die Menschen, die Angst haben darum. Deswegen ist es so wichtig, hier klar und sachlich zu argumentieren und zu gucken, was da eigentlich passiert. Welche Erfahrungen machst du selbst mit dem Flughafenausbau und was sagen dir Menschen in deinem Umfeld, auch Gewerkschaftsmitglieder dazu? Meine Kinder zum Beispiel hatten mit Pseudogrupp zu kämpfen. Und ich gehe also ganz fest davon aus, dass das damit zu tun hatte, dass wir es hier nicht nur mit dem Problem mit Fluglärm zu tun haben, sondern massiv mit Luftverschmutzung. Ja. Genau! Und ich setze mich deshalb auch für so eine Gesamtbelastungsstudie auch in Rüsselsheimer Stadtparlament ein. Es wurde ja schon gesagt, also Arbeitsplätze, da geht es einfach um die Qualität. Gut, das ist jetzt Sache von den Verdi-Kollegen, da hier was zu tun. Bei der IG Metall haben wir aber die gleichen Probleme. Wir haben eine große Kampagne gegen Leiharbeit. Wir hatten schwere interne Argumentationen und Diskussionen auch wegen dem Mindestlohn, der jetzt zu spät, zu gering und mit zu vielen Löchern kommt. Aber da haben wir ein bisschen was bewegt, also mit der Qualität. Wissen wir, sieht es hier auch schlecht aus mit der Anzahl. Ein paar Studien wurden schon erwähnt vom Rhein-Main-Institut. Also es ging ja hier runter von 100.000 auf 40.000 auf 10.000, glaube ich jetzt. Unterschied Ausbau und Nicht-Ausbau. Aber selbst wenn das alles viel besser wäre, muss man sich fragen, würden wir das dann in Kauf nehmen? 40.000 gute Arbeitsplätze hier für die Vermüllung, für die Luftverschmutzung, für den Lärm, der dann auf uns zukäme. Ähnliche Probleme haben wir in der IG Metall auch. Also wir organisieren die Rüstungskonzerne, ja? Und es gibt immer mal wieder Beschlüsse dagegen, dass wir nicht so viel Rüstungsexport wollen, dass wir eigentlich keine Kriegswaffenproduktion wollen. Aber es gibt dann immer wieder einzelne Äußerungen auch von führenden IG Metallen, die sagen, wie könnt ihr uns jetzt die Rüstungsausgaben kürzen, das kostet noch Arbeitsplätze. Also es ist immer die Frage, was produzieren wir, wofür produzieren wir, unter welchen Bedingungen produzieren wir. Die müssen wir uns eigentlich stellen. Und ich meine, man muss auch klar sehen, also so ein Flughafen, der Fraport ist eine AG und eine AG ist keine Jobmaschine, sondern die ist eine Profitmaschine. Dazu ist eine AG da. Und wenn man das etwas vermindern will, wenn man den
was verhindern will, dann muss man da in die Speichen greifen oder bei Attac, da bin ich auch aktiv, sagen wir Sand ins Getriebe streuen. Und das versuchen wir ja hier auch. Auf eine Sache wollte ich noch aufmerksam machen, wo man in der nächsten Zeit mal ein bisschen drauf achten sollte. Also diese mit Billiglöhnen und Billigkerosin und so weiter beschleunigte Hin- und Herschafferei von Produkten, Vorprodukten und so weiter, die führt ja dazu, dass die Konzerne weltweit überall die Arbeitnehmer erpressen können, viel besser erpressen können. Und wenn das noch ausgebaut wird, dann eben noch mehr nach unten drücken können. Und ein Punkt darin... Neue Hilfe zur Erpressung. Genau, ist das, was hier passieren soll. Aber noch ein ganz massiver Punkt ist das jetzt geplante sogenannte Freihandelsabkommen, das man machen will zwischen der EU und der USA. Und das Freihandel hört sich erstmal gut an, frei und Handel und so weiter. Aber in Wirklichkeit ist das ein Abkommen, was Investoren erlauben soll, gegen soziale Maßnahmen, gegen Umweltschutzmaßnahmen, gegen Verbraucherschutzmaßnahmen, wie zum Beispiel auch ein Nachtflugverbot, dann zu klagen, weil das eine Investitionsbehinderung ist. Ja? Und da denke ich, sollten auch die BIs mal aufpassen und vielleicht mit Attac und so zusammen auch was machen. Ja? Thank you.